Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotruck Simulator. Da. Alter, was trinken eigentlich? Ich hab Kloß im Hals. Ja, ist die gleiche Meldung wie vorhin. Okay. Oh, ich freue mich schon, wenn wir die Fahrschule machen. Aber ich weiß immer noch nicht, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das als extra Let's Play, also als extra Serie bezeichne oder nicht. Ich glaube, das werde ich dann einfach mal dann entscheiden, wenn ich die ersten Aufnahmen gemacht habe und ich wirklich weiß, wie es implementiert ist. Wenn dafür wirklich unser vorhandener Speicherstand genutzt wird und los. Errungenschaften uns dann auch gut geschrieben werden im Spiel, was auch immer da denn sein könnte. Dann werde ich wahrscheinlich eben den Let's Play machen, also unter der gleichen Bezeichnung, mit der gleichen Folgennummerierung. Und wenn es doch relativ eigenständig sein sollte, dann würde ich jetzt das auch als extra benamsen. So, jetzt mal Radio machen. Bald muss man wieder pennen gehen. Ah, 15 Uhr. Oh.
Aber wir können noch 6 Mal schlafen. Aber eigentlich nicht, weil wir brauchen. Ja, wir brauchen eine Zeitreserve. Weil wir nicht besonders schnell fahren können. Oh, apropos schnell fahren, wir dürfen nur 80 fahren. Und natürlich jetzt hier. Jetzt, wo ich runtergebremst habe, dürfen wir wieder 90. Oh, leck doch am Arsch. Und das war die letzte Folge gemeint. Jetzt brauche ich wieder ewig viele Kilometer. Guck mal auf der Anzeige, wie viele Kilometer vergehen, bis wir wieder 90 erreicht haben. Das heißt, einmal kurz runterbremsen, steckt hier halt richtig rein. Weil wir jetzt viele Kilometer nur noch mit, ja, 85 fahren, fast mit 90. Ach man, ey. Am liebsten hätte ich einen Volvo mit 750 PS. Da wollen wir schon wieder langsam fahren. Oh Mann. Sieht da gerade so aus, als wenn die Pfeile oben ausgegangen wären. Tja, irgendwie habe ich zwar noch keinen Bock, aber ich glaube, wir sollten da vorne mal pennen gehen, gell? Unser Bett ist schon rot, obwohl wir fast noch eine Stunde haben. Aber wenn wir jetzt schon pennen gehen, dann werden wir, weiß nicht, wachen wir mitten in der Nacht auf. Und da wir dann sowieso irgendwie aus dem Pack kommen, würde ich mal sagen, wir schlafen jetzt gleich zweimal. Nimm die Ausfahrt rechts. Und das Gute ist, ich habe keine Ahnung. Ausfahrt rechts nehmen. Und da schön sachte, easy, let's go. Platz da vorne. Hatten die alle? Nee, mich nicht. Stehen alle bloß rum. Lol. Ich brauche ja so eine Zahnstocher-Schranke hier.
Ja. Muss ich lang? Warte. Wir haben ungefähr Viertel der Gesamtstrecke geschafft. Juhu! Gott, das sind viele Folgen. So, jetzt können wir nur noch jede Nacht einmal schlafen. Müsste aber reichen, weil wir sind ja jetzt in einem relativ späten Rhythmus. Das heißt, wir sollten so relativ gut vorankommen. Das sollte passen. Und ihr und unsere Mitarbeiter, unsere ja, Mitarbeiter können quasi ihren Kredit schon selber bezahlen mittlerweile. Wir haben also die ganze Zeit zwischen 10.000 und 20.000. Das klappt also auch soweit. Passt doch. Aber wir, ne, als wir angefangen hatten, da waren wir sogar nur bei 200. Weil ich eigentlich zurückgezahlt hatte. Aber wir sind trotzdem jetzt schon wieder bei 100. Also bei, bei 14.000. Obwohl wir selbst in dem Zeitraum noch kein Geld verdient haben, weil wir immer noch auf der Strecke sind. Das heißt, unsere Mitarbeiter schaffen sogar mehr zu verdienen, als wir durch den Kredit bezahlen. Schon nicht schlecht. Das ist halt das Schöne bei den Mitarbeitern, die machen sich relativ schnell bezahlt. Das ist schon wieder nur eine 80er Strecke hier. Aber warum holt uns denn der andere LKW, wenn hier eine 80er Zone ist? Musst du das verstehen? Nee, ne? Alter, du ziehst jetzt nur vor mir, nur um dann wieder auf 80 runter zu bremsen. Na gut, jetzt haben wir aber auch nur 80. Jetzt geht's sogar. Wir fahren einfach weiter mit 90. Achso, ja, jetzt sind wir auch wieder 90. Die wir nie erreichen werden. Wir schaffen nicht mal 80. Aber wir fahren doch die ganze Zeit in der Nähe vom Wasser, oder nicht?
Ach nee, fahren wir gar nicht. Ich dachte, wir fahren hier irgendwie lang. Scheint hier echt ein hohes Plateau zu sein, dass wir so viel bergauf fahren. Gibt's doch gar nicht. Thank you.
Ah, es war ein sehr komplexer Songtext. Ja. Oh, warum? Habe ich halt doch auf der Spur hier. Achso, weil du noch 60 bist. Schon wieder eine Mautstelle. Oh Mann, wie viel gibt's denn hier eigentlich? Bäh. Ich muss wieder verteidigt gestellt, nö. Thank you.
Das ist sogar genau die gleiche Mordstelle, wo wir letztens waren, bevor wir gepennt haben. Das Gebäude da kommt mir sehr bekannt vor. Weil das ja anders ist, oder? Muss ich hier durch? Wo muss ich lang? Links. Also ist nur die erste Hälfte gleich. Weil ich muss hier nur so stehen bleiben. Und wieder bergauf. Natürlich. Und vorne bei der Tankstelle können wir gleich mal Pause machen. Wobei es eher aussieht, wäre es nur wieder eine Fahrspur, oder? Okay. Ah, die könnte sogar eine Fahrspur sein. Kann man echt schwer erkennen. Achso, es geht da so rüber. Oder? Fahr mal hier. Guck mal, wo es mich hinführt. Ah, okay, also es geht auch rüber, aber man kann auch hier. Ja, genau. Geht beides. Okay. Zum Tanken muss man rüber. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen nur schlafen. Nee, Vollpause machen. Jetzt hätte ich mal ja geschlafen. Haha. Na dann, bis dann.